King, wir ziehen das durch. Und diesmal werde ich die Unterstützung mit annehmen. Weil mir das noch ein paar Leute zusätzlich bringt. Okay. Komm, einfach erstmal auf die Kleinen drauf. Ein paar Anime gesammelt. Nicht brennen. Ja. Sehr gut. Das ist aber nur zum Aufwärmen. Ich glaube, es sind insgesamt genau 4 Karten, die wir machen müssen. Vorhin bin ich auf der zweiten gestorben, was aber einfach daran lag, dass ich als stärksten Charakter noch den schwächlichen Machina dabei hatte, auf Level 26 oder so, glaube ich. Da ist natürlich nicht verwunderlich, dass ich dann nicht mehr weit komme damit. So, erstmal den Striker hier an der Seite weggeräumt. Sauber. Es läuft so viel besser. Oh, das ist so angenehm. Wenn man weiß, es geht. Oh, ich war echt schon kurz davor aufzugeben und völlig zu verzweifeln. Und das ist doch jetzt eine sehr große Genugtuung, muss ich zugeben. Okay. So. Das Schöne ist, die Leute, die zur Unterstützung kommen, haben eben auch einfach ein hohes Level, ne? Muss man auch dazu sagen. Deswegen sind die auch wirklich mal sehr hilfreich. Aber ich glaube, mit King haben wir noch einen sehr guten Kämpfer hier dabei, der eben auch selbst fast Level 40 ist. Damit sollten wir das eigentlich schaffen. In dem Kampf bin ich vorhin gestorben, das heißt, ich bin jetzt schon weiter als vorhin. Direkt auf den Oberleutnant drauf. Ich will gar nicht großartig jetzt hier mich in Kämpfe gehen lassen. Ich will ja so schnell wie möglich durch. So, von euch sammeln wir natürlich gern noch ein bisschen was ein. Eine Energieeinheit, was macht die denn? Wer weiß. Und damit auf gegen Herrn Schmidt. So, der sich wahrscheinlicherweise erstmal verkriechen wird. So wie das meistens der Fall ist. Aber damit kann ich leben. Den werden wir schon rauskriegen aus seinem Versteck. Oh nein, da ist er ja schon. Major Weber. Ach nein, das ist noch gar nicht der Schmidt. Siehst du mal. So, Herr Weber. Werter Major. Muss bloß aufpassen, dass er mir nicht zu oft Schaden zufügt. Die haben doch echt immer ziemlich starke Waffen, muss ich sagen, diese Anführer. Soweit gut. Läuft doch. Okay. Ja. Meine Helfer machen das schon. Gehen ein bisschen im Nahkampf drauf. Schön. Schön, schön, schön. So. Okay, Trey ist wieder dabei. Das ist in Ordnung. Schade. Genau in dem Moment muss ich wieder nachladen, indem ich den Verhängnistreffer landen kann. Aber egal. Ray hat's geschafft. Und wir haben es geschafft. Wir sind durch die Mission durch. Wir haben die Meroe-Region befreit. Ihr habt den feindlichen Befehlshaber besiegt. Wunderbar. Ohne weitere Versorgungsgüter haben die Soldaten nun keine andere Wahl mehr, als sich zu ergeben. Fantastische Arbeit, Cooper. Meine Güte, war das hässlich. The rest is up to the main force. Puh. Meine Güte. Und mit nicht mal 20 Minuten war ich ja richtig schnell noch dabei. Abgesehen von der Anzahl der K.O.s. Oh, ich hätte ja fast noch einen S-Rang rausgeholt. Echt jetzt? Krass. Das ist krass. Fast noch einen S-Rang erreicht. Gut. Wunderbar. Eine neue S-Bar freigeschaltet. Ihr seht, es lohnt sich auch wirklich, diese extra Missionen zu machen und jetzt auf jeden Fall erstmal speichern.
Ich habe vorhin einen echten Krampf gekriegt, als ich zum ersten Mal durch die Mission gerasselt bin und dann feststellen musste, dass ich nicht mehr gespeichert habe seit Anfang der Aufnahme. Okay. Wir haben es geschafft. Wir können uns repatriieren lassen. Hier gibt's nichts mehr zu tun für uns. Mann! Es gibt Informationen zu eurer nächsten Mission, Koopa. Begebt euch alle in euer Klassenzimmer. Na klar. So, nur kurz gucken. Fast soweit. Oh, ich bin so froh, Leute. Ich bin so happy gerade. Ich habe nämlich echt schon befürchtet, dass ich die Mission nicht mehr hinkriegen werde. Aber letztendlich, die war dann nicht mehr so hart, als ich dann... Was ist das für eine? Komisch. Als ich dann eben festgestellt habe, dass man vom zweiten Lager aus auch die Leute losschicken kann. Dann geht's wirklich einfacher. Weil die keine riesen Umwege mehr rennen. Gut. Kurosame, gib mir die Mission. Ich will kämpfen. Der Klasse 0 wurde Befehl zum Ausrücken erteilt. Macht euch auf den Weg, sobald ihr eure Befehle durchgelesen habt. Bei dieser Kampagne handelt es sich um einen groß angelegten Territorialkampf. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, kann euch das Studium vergangener Kämpfe sicher ein paar Hinweise geben. Ich überlasse euch die Entscheidung, ob ihr an dieser Mission teilnehmen wollt oder nicht. Ich hoffe, euch ist klar, dass ihr auch keine Belohnungen erhaltet, wenn ihr ablehnt. Wir hatten zwar gerade erst so eine Mission, aber trotzdem, wir ziehen es gleich nochmal durch. Die Rückeroberung der Ibon-Region. Rubrum will den Vormarsch der militärischen Armee in Ibon stoppen und die Landesgrenze zu Concordia sichern, bevor die beiden Länder ihre Streitkräfte vereinen können. Wir benötigen alle Einheiten, die wir hierfür aufbringen können. Damit erhält auch die Klasse 0 den Befehl, sich an dieser Mission zu beteiligen. Wenn es der Feind hier überwältigen kann, bedeutet das das Ende für Rubrum. Gebt alles. Okay. Time to get to as good as done. Ja, wir können starten. Und ich hoffe, das wird ein ganzes Stück einfacher, denn die Mission ist ja für Level 23 angesetzt. Das heißt, eigentlich müsste Seven alles ohne Ende wegklatschen, was da auf der Karte ankommt. Schauen wir doch mal, wie es läuft. Ich bin echt gespannt. So, speichere ich nochmal. Eigentlich brauche ich es, glaube ich, nicht angesichts des Levels. Ich mache es aber trotzdem mal. Sicher ist sicher, nicht wahr? So, schauen wir es uns an. Die Ibon-Region ist auch nicht weit weg. Die ist gleich um die Ecke. Nur noch an Maktai, nee, wie hieß es? Maktai war das hier, Akvi, vorbei. Und dann sind wir auch schon da, hinten über die Brücke, würde ich denken. Da müssten wir schon in der Ibon-Region sein, also wirklich kein weiter Weg diesmal. Natürlich, vorher aber noch ein kleiner Hinterhalt mit ganz schweren Gegnern. War ein sehr langanhaltender Kampf. Oh ja, da ist noch einer. So. Na dann. Weiter geht's. Nein, ich will nicht nach Akvi rein. Wir wollen gleich nach hinten durchstarten. Und uns in den Kampf stürzen. Ich bin gespannt, wie komplex es hier wird. Schauen wir einfach mal. Übliches Team und auf der Karte kämpfe ich mit Seven. Gut, los geht's. Okay, move out! Goodbye. Hergehört, ich erläutere nun die Mission, Koopa. Koopa! Unsere Streitkräfte kämpfen um die Kontrolle über die Ibon-Region, Koopa. Lustiger Turm, der da aus dem Wasser ragt. Koopa! Ihr werdet sie bei der Rückeroberung Ibons unterstützen, Koopa. We've suffered damage, but we'll have our chance. Meinst du? Right, let's make our next move. Okay, soweit der Standard, einfache Infanterie. Der Feind wird uns das erste Lager nicht kampflos überlassen, Koopa. Wir müssen mit aller Kraft darum kämpfen, Koopa. Gut, das wird nicht das Problem, denke ich.
Okay, noch eine weitere Stadt. Togua. Als nächstes Ziel müssen wir die Basis Togua unter unsere Kontrolle bringen, Kubo. Von dort aus können wir Ibon leichter erreichen und zurückerobern. Okay, doch keine Stadt, sondern ein Lager bloß. Die Sicht ist schlecht, Kubo. Seid vorsichtig, Kubo. Naja, so schlecht ist er auch nicht. So, Siegeroberung von Ibon. Niederlage, Verlust des Rubrumer Hauptstützpunktes. Los geht's. Order. Lass mich raten, erobert das erste Lager? Natürlich. Das erste und das zweite. Was haben wir da oben eigentlich? Auf dem Berg? Das dritte, okay. Ich glaube, das wird ein sehr kurzer Kampf. So, ihr macht das hier? Ich werde mich dabei mal ein bisschen hier hinten austoben. Was ich für Schaden mache. Sauber. Kein Problem soweit. Ich glaube, wir werden auch keine Probleme hier kriegen. Nachdem wir gerade den Kampf überstanden haben auf Stufe 40, werden wir uns wohl kaum von den Stufe 24 Kämpfen hier aufhalten lassen. Okay, aus dem dritten Lager kommt auch keiner, ne? Gut. Alles klar. Läuft. Order ausgeführt. Jetzt geht's gegen Togua. Okay, ich kann nichts selbst angeben. Kubo? Da tut sich etwas im feindlichen Lager, Kubo. Okay. Schlechte Neuigkeiten, Kubo. Feindliche Einheiten aus dem dritten und vierten Lager marschieren direkt auf unseren Hauptstützpunkt zu, Kubo. Na dann aber mal schnell zurück. Sonderbefehl. Sag an. Verteidige unseren Hauptstützpunkt. Das kriegen wir gerade noch so hin. So, ich würde sagen, wir nehmen mal hier die Truppen hoch, die von der Seite kommen. Unsere Truppen aus dem Hauptstützpunkt kümmern sich um die feindlichen Zerstörereinheiten, Kubo. Also sind wir für die Infanterie zuständig. Ja. Da ist es gerade noch so drin. Überfordert mich jetzt nicht wirklich. Oh. Kolossus-Einheiten. Na holla. Was geht denn hier ab? Wird dadurch aber auch nicht schwerer, stelle ich fest. Auf dem Level wahrscheinlich kein Wunder. So, also ich bin schon am Lager angekommen. Weiß nicht, ob jemand noch zur Unterstützung vorbeikommt. Ich leiste dir bis zuletzt Beistand, Kubo. Keine Sorge. Siehst du mal. Da haben wir das Lager doch schon fast. Schön draufhalten. Ja, läuft. Die machen das hier. Okay. Die hätten wir. Gleich zumindest. Mit der nächsten Lava-Einheit müssten wir es eigentlich reißen. Enra-Einheit. Okay, Sonnenbefehl ausgeführt. Danke an die Enra-Einheit für ihre Unterstützung. Na klar. Das fünfte Lager hat eine Elite-Einheit entsandt, Kubo. Vorsichtig. Kommen da nochmal welche raus? Nee, ne? Doch. Gut, Togua erobern wir gleich. Die Lage hat sich beruhigt. Wir können den Angriff Toguas wieder aufnehmen. Ich hau erstmal kurz die hier weg. Achso, ich sollte vielleicht auch mal die Infanterie aufhalten. Neutralisieren wir. Ich habe gerade gar nicht gelesen, was da stand. Ach, der Energieball wahrscheinlich. Siehst du mal, die nehmen sich Togua schon zur Brust. Läuft doch. Muss ich gar nicht viel machen. Kommt ihr? Scheinbar nicht. Nee. Okay, ich nehme an, die halten hier die Stellung. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Das wird schon. Zerstörer, wie niedlich. So, aber vielleicht hier oben zumindest das dritte Lager mal holen. Aua. Damit hier erstmal Ruhe ist. Kommt ihr?
Lava-Einheit. Enemy attack! All troops to battle stations! So. Hier kommt keiner mehr raus? Nein? Lava-Einheit bitte etwas schneller. Jetzt kann ich auch vom Hauptstützpunkt aus ein bisschen Befehle geben. Das ist schön. Oh, ich sehe gerade, dort ist eine größere Einheit unterwegs. Oberst, hey. Da sollten wir vielleicht mal vorbeischauen gehen. Ich glaube, das hier oben machen die schon. Die werden sich das Lager schon holen. Gut, lass mal sehen. I will not let you go any farther. Okay. Der hat einen Gabriel, hä? Kupo? In Togoa scheint ein Flugmech stationiert zu sein, Kupo. Den holen wir uns. Der Flugmech greift das zweite Lager an. Sonderbefehl. Ja, schlag den fliegenden Mech in die Flucht. Machen wir. Ah, da haut er ab. Der Flugmech hat die Flucht ergriffen. Bleibt weiter wachsam, Cooper. Der Flugmech greift das erste Lager an, du Sau. Dieser Mistkerl. Okay, ihr macht hier weiter. Ich kümmere mich um den Flugmech. Oberst, ich bin dein Gegner. Komm schon. Gut, wir können endlich schon hier aus auch jetzt Befehle erteilen. Oder Togoa zurückzuerobern wahrscheinlich, ne? Neutralisieren wir den Energieball, genau. So dachte ich mir das doch. Alright, move out! Gut, gut, die Truppen kommen. Ich schaue nochmal kurz, was wir eigentlich an Truppen zur Verfügung haben. Ja, Lava- und Donner-Einheit, wie immer eigentlich. So. Nur mal kurz schauen, wie es aussieht. Ja, ansonsten die beiden Lager drüben, die waren ja schon so halb unter unserer Kontrolle. Klar, alles gegen Togoa, was sonst? Alright, move out. Und danach werde ich erstmal die beiden Lager, die dort noch links und rechts waren, erobern. Also ich würde ja gern mitmachen, ich kann nur nicht. So, feuert aus allen Rohren bitte. Jawohl. Drauf auf die Schweinehunde. So gern mitmachen. Jetzt geht's los, okay. Stürmen wir die Hütte. Class Zero. Commencing maneuvers. So, toben wir uns doch mal ein bisschen in der Stadt aus. Ach, Unterstützung. Pah, brauchen wir nicht. Operationsbeginn. Zerstört den Magitek Mag von Oberst Faith. Nur mal kurz schauen. Er hat sich im Zentrum der Stadt positioniert. Beeilt euch, Kupo. Nee, schaust mal kurz in der Gasse hier vorbei. Was gibt's denn hier Schönes? Irgendwas Besonderes zum Einsammeln oder so? Nichts, was ich entdecken könnte. Kommt vielleicht noch. Spielt vielleicht später eine Rolle. Na gut, dann wollen wir den Oberst nicht warten lassen. Und mal ein bisschen auf seine Maschine einprügeln gehen, falls er da immer noch drin sitzt. Nicht wahr? Hallo, die Damen! Das ging ziemlich schnell. Ist aber auch nicht weiter verwunderlich. Okay. Hier hätten wir schon mal für Ruhe gesorgt. Ich muss nur mal kurz schauen, wo wir lang müssen. Okay, es gibt ja bloß noch den Weg nach Westen im Prinzip. Gut, genau, hier kommt sonst keiner weiter, dann können wir einfach mal weiterziehen hier. Auf geht's. Keine große Karte diesmal. Und wir gehen gleich auf Oberst Faith los. Zack. Und vorbei. Ja. Verflixt, das sind kommen, Kupo. Dabei sah alles nach einem Sieg aus. Tja, den holen wir uns schon noch. Aber in dem Zustand wird er nicht weit kommen, Kupo. Ein Notfall, Kupo.
In die Gasse schätzungsweise? Unsere Truppen wurden aus dem Hinterhalt von feindlichen Soldaten angegriffen. Alles klar, wir helfen aus. Halt ihn zur Hilfe, Kubo! Machen wir. So, jetzt geht's in die Gasse rein, dann hat die doch noch ihren Sinn. Ich dachte's mir ja schon. Hallo, die Damen. Das ging sehr schnell gerade. Gut, und in die Gasse. Hallo. Das war's für dich. Okay, den hätten wir auch. Dann holen wir uns noch den Chef hier, den Offizier, und wurde schon übernommen. In Ordnung. Major Anim hat schon hinter sich, bevor ich ihn überhaupt erreicht habe. Diese Stadt gehört wieder uns. Okay. Ich hoffe, unseren Truppen auf dem Weg nach Ivon geht es gut, Cooper. Schauen wir mal.